Jo, was geht ab, euer Andi ist wieder back am Start mit einem absoluten neuen Trikot von den Dodgers. Mega nice. Okay. Also, jeder kennt jetzt Chaos Passionata. Spritziger Tabak, sehr spritziger Tabak, finde ich jetzt nicht süß, geht sehr in die spritzige, säuerliche Richtung. Und jeder kennt den Miami Vice von 107 Straßenbande, wo die Grasnote extrem dominiert, also man schmeckt eigentlich null Blaubeere raus. Ihr habt wahrscheinlich schon alle die Reviews angeschaut vielleicht auf YouTube. Ich habe jetzt da noch keins dazu gemacht zum Miami Vice, zum Chaos Passionata einzeln, aber diese Mischung rauche ich einfach sehr gerne, weil ich finde bei dem Gras Tabak von 187, von Miami Vice, dominiert das Dope so extrem, dass man die Blaubeere gar nicht mehr rausschmeckt. Und ich habe eigentlich echt schon sehr viel probiert. Ich habe schon Miami Vice mit Pinky Mellow gemischt, mit Chacusa, und das hat alles einigermaßen gepasst, aber das hat mir noch nicht so gefallen wie jetzt diese Mischung. Ich muss jetzt ehrlich sagen, das war jetzt ein absolut spontanes Review. Ich war gerade außen am Balkon, habe Pflanzen eingepflanzt. Und wie ich dann fertig war, dachte ich mir, ich gönne mir jetzt einfach mal eine Pfeife. Ich mache mir jetzt eine Pfeife an und ich probiere jetzt einfach mal was Neues aus. Ich habe das davor noch nie geraucht. Und ich bin außen am Balkon, nimm 5 Züge, denke ich mir so, das schmeckt ja echt ziemlich gut. Die spritzige Note von dem Chaos rundet das alles ein wenig ab, und so geht es alles ein wenig so in die spritzige Note, und es schmeckt nicht mehr so extrem nach dem extremen Grasgeschmack. Das verbindet sich irgendwie sehr gut. Ich weiß nicht, also das ist, finde ich, so eine richtig gute Sommermischung, die wo mir jetzt auf jeden Fall öfters in den Kopf reinfällt, wenn ich das so formulieren darf. Ich finde, wenn man einatmet, hat man dann so die extreme, also die säuerliche Note vom Chaos-Tabak, also vom Passionata. Und beim Ausatmen, wenn man den Mund zumacht, hat man dann so eine richtige Grasnote im Mund. Also so eine richtig süße Grasnote. Ich finde, die Kombination passt sehr gut. Das war jetzt einfach einmal so ein spontanes Review. Wie gesagt, ich war außen am Balkon, ne? Und jetzt dachte ich mir einfach, das muss ich irgendwie jetzt hier mal auf meinem Kanal teilen. Das finde ich ziemlich lustig. Rauchentwicklung ist natürlich Bombe. Ich rauche in der Alschermal Nur Lieber mit 3 Kohlen KS-Tonkopf. Ganz normal. Ich habe ja als Einleitung werde ich jetzt immer wie so ein kleines Kopfbauvideo machen. Da muss man das nicht in mein Video da oben rechts ein Bild oder sowas reinfügen. Oder ich muss nicht immer die Dose da rumhalten. Jeder kennt die Dose, jeder kennt den Preis. Miami Vice kostet 16,90 und Chaos 14,90. 200 Gramm jeweils. Und falls ihr interessiert seid an dieser wunderschönen Alschermal Nur Lieber, ich werde den Link auf jeden Fall unten in die Beschreibung geben. Ich wollte eigentlich heute einen Hookerporn abdrehen für diese Pfeife, aber mein Kumpel hat keine Zeit, weil ich gehe nämlich heute Abend mit meiner Freundin dann essen, und ja, dann wäre das alles zeitlich zu knapp, weil er muss bis um 12:30 arbeiten, aber das ist ja nicht so schlimm. Auf jeden Fall kommt demnächst noch ein Hookerporn von dieser schönen Pfeife. Ich nehme jetzt mal einen Schluck, einfach mal so ein Produkt nicht platzieren. Und seid gespannt, es wird nämlich ziemlich nice, weil ich habe noch ein bisschen so ein Highlight organisiert. Dass man noch ein bisschen im Hintergrund steht. Ich hoffe, das gefällt euch dann. Rauchentwicklung, Rauchverhalten ist top. Top. Er schmeckt nicht extrem nach Dope. Er schmeckt richtig schön spritzig, sommerlich, leichten Säure und dieser Grasgeschmack. Ich finde die Kombination richtig gut. Dann mache ich hier jetzt meinen Cut, hocke mich wieder raus auf den sonnigen Balkon. Es hat ungefähr jetzt
sagen wir Punkt 12, also ich habe gerade auf die Temperatur außen rausgeschaut, jetzt habe ich glaube ich 18, 19 Grad auf meinem Balkon gehabt. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein, reingehauen und reingeschaut. Ciao.